Herzlich willkommen zurück, Leute. Wir haben ja ausgeschlafen und können weiter zocken, würde ich sagen. Ausgeschlafen, wir haben immer noch 2 Uhr nachts. Fuck this! Andi ist ja eh nur so ein Biomutant, der nicht schlafen braucht. Schlafen ist vollkommen überbewertet, finde ich. Braucht mir nur Zeit. Ach, da oben geht's lang. Ah, sag das doch, du Arsch! In Wirklichkeit steckt er nur sein Pieper in eine Steckdose und lädt sich auf. Ausfahrbahn, ne? Da reicht halt eine halbe Stunde. Akku. Niemals. Oh, stimmt ja. Ich hab grad jetzt den Clown drauf. Bam, stirb. So, und heute werden wir das erste Mal sehen, was hinter dem Peitschen-Dingens-Bumsen ist. Ihr wisst schon. Hinter der Zimmertür von Chris. Hinter Andis Sadomaso-Raum. Schlampe. Oh, hässliche Fotze, komm her. Rated M vom Major. So. Meinst du, ich bin mal endlich nicht down gehauen? Du siehst so ein bisschen in Trouble aus. Ja, weil du da unten einen auf ich lass nicht mehr kämpfen machst. Ich meine, finde ich ja nett, dass du mich hier promoten möchtest, aber Du was hältst machst du schon da unten, Alter? aus. Ja, dann glaube ich dir, du Arschloch. Du Jetzt mach hin, kriegst du Arsch. das hin. Ich will meine Schatztruhe haben, die ich mir rechtmäßig erkämpft. Hier ist jetzt eine Bombe drin. Ich hasse euch alle, ey. Blöde Arschgesichter. Hat die Bombe Bam. mich gerade geheilt? Nein. Aber du hast den Heilungsprozess mit dem Truhenschütteln unterbrochen. Gern geschehen. So, jetzt machen wir dich mal Messer hier. Ach du Nein, die Scheiße, ey. Fresse, ey. Aus der Vagina ploppen erstmal 2 neue raus. Alter! Das haben die ihn gerade gemacht! Ist ja heavy. Die haben die 100 abgezogen! Ach du Scheiße, sie ist ja tot! Ja, die haben 100 auf einmal abgezogen! Ach, wie heftig ist das denn? Alter Vater. Ey, die sind echt nicht zu unterschätzen. Wir sind schon ganz gut ausgerüstet und relativ gut gelevelt. Damn. Ja, Ja, die ich können ja komme. auch ordentlich rapen im Spiel. Und bam. Schutzaure, du hässliches Stück Scheiße. Stirb. Machen dich alle. Ey, und? Kabooms. Aua, du Arschloch. Meine Fresse, ey. So, jetzt passen wir mal ein bisschen mehr auf hier. Erstmal. So. Und. Du brauchst erstmal nichts. Wie immer. Uah, Punch, Punch, Kick. Weiter geht's. Jo, dann betätige mal das Hebelchen. Dann können wir ein paar Leute verkloppen. Was, Bam! was du auch immer so in deiner Freizeit tust. Was denkst du denn? So kloppe ich mich um das Gemüse im Supermarkt. Das sind meine Avocados, du Drecksau. Ist mir egal, ob du 80 bist. So klopfst du das Gemüse aus dem Supermarkt aus dem Weg, um an den Eistee ranzukommen. Natürlich. Hallo, Trendy-Eis ist der Beste. Wenn es ihn noch geben würde. Rest in peace once again. Ja, Jan Hegenbeck weiß ja, wie es ist. Das erinnert mich an deinen Versuch bei Silent Hill, 60 Minuten an dem Endboss vorbeizulaufen. Oh Gott, ja. Das waren noch Zeiten. Da hat es einfach mal nicht geklappt. Das war so scheiße. Aber es war unterhaltsam, so um es mal ein bisschen leichter zu machen, ja? Ja, so für dich und mich war es unterhaltsam. Bam, Mann. Bam! Man sieht, der aufgeladene Zauber haut schon ordentlich rein. Und der war noch unter dreien aufgeteilt gerade, also. Einer alleine wäre sofort tot gewesen. Und nun raten wir es noch weiter. Schlampe. Was, Flampe? Schlampe. Die Ja, mach mich die Truhe auf. Scheiße. Die hassen uns einfach gerade. Wir sollten hier keine Truhen mehr anfassen. Meine Fresse, ey. Stopp. Drecksau. So, jetzt rüber, würde ich sagen. Jo, aber bevor wir da rüber gehen. Nur ein bisschen Heilung. Glitchy Animation ausnutzen. Sie heilt uns jetzt nämlich gerade und wir haben Schatz die vorhaben. Animation unterbrochen. Und der Heilzauber wurde abgebrochen. What the fuck? Witzig. Heil du mal, ich mach die Ich Truhe frag mich auf. gerade, ob wir trotzdem. Ne, wir haben keinen Mana verloren, dann geht's ja. Die Truhe läuft weg. Ihr könnt euch ja ruhig heilen lassen. Ich mach das scheiß Truhe Sie auf. will nicht von Andy angefasst werden, der sich 3 Sekunden die Hände wascht und danach 1 Minute in den Spiegel starrt. Hallo? Ach, im Pinkeln wäscht man sich nur mal die Hände manchmal. Ja, das sagen alle. Wer weiß, ob du nur gepinkelt hast. Ja, klar. Speeches, ne?
abputzen, raus. Alles klar. Ich schalte mal eben den roten aus. Weil der nämlich der gefährlichere ist. Ihr macht das schon. Bam. Nice. Alter, hör auf mich zu rapen. Die Frage ist nicht, ob wir es machen oder ob du es schaffst da hinten. Ach, ihr macht das schon. Ich kämpfe sowieso immer zu zweit. Bam. Sehr gut. Brauche ich die Waffe vom Endboss nicht mehr wechseln. Weil ich jetzt raufhauen kann. Dann gibst du mir aber bitte das Schwert da, aber, ne? Kannst du dir schön selber nehmen, mein Junge. Ich bin doch nicht ständig eine Dienstdame hier. Dann sag mir mal, wann ein Endbösschen kommt. Vermutlich jetzt gleich. Oh, ist nichts mehr zu weit. Probier mal nicht, ihn verdoppeln zu lassen. Wenn der stirbt, dann ist das Ganze nicht mehr so ein Problem. Bam, super. Nice. Oh, die Schachmeister. Ob Andi im Schachspiel bestehen wird? Ich glaub's doch wohl selber nicht. Wir sollten doch irgendwann mal ein Battle machen mit Schach, finde ich. Ich hab's mir mal beibringen lassen, aber ich hab's schon mal vergessen. Schach? Du kannst kein Schach spielen? Ja, weil man so immer so mit seinen Kumpels Schach spielt, weißt du? Ah, die Ossis. Oh oh. Aber nein. So haben wir dich ja auch permanent gedisst, als du hier warst, auf dem Geburtstag, du erinnerst dich. Ja. Seid immer freundlich zu dem, der dich mit denen in Liebe verbringt, die keine Unterhosen anhaben. No Panties, genau. Auch so geil. Wer ist denn Werwolf? Der Ossi. Also witzig. Ich sag doch immer die Begründung, um dir dafür den Arsch zu treten. Hallo, könnt ihr mal auf mich hier permanent zu rapen? Ja. Die in Andis Städtchen da, die sind alle noch ein bisschen. Die leben noch vor 20 Jahren, die sind noch nicht so ganz im heutigen angekommen. Hallo? Das habe ich gehört. Hä? Arschloch. So, die müssen wir noch besiegen, dann haben wir's. Bam! Den überlasse ich mal dir. Gut gemacht. Sehr schön. Auf geht's, würde ich sagen. Jo. Und jetzt? Bitte bleibt heiter, aber hier geht's nicht weiter. Wie bitte? Jo. Aus welcher? Verschwinde! Oh weh, oh weh. Das tat ja weh. Und tschüss, ich geh. Der reimt besser als Andi. Was ist jetzt los? Das ist mein Erdbebenzorn. Andi, der bebt, weil er nicht mehr sprechen darf. Nee, das ist der Schiss, den ich nicht abseilen konnte. Mein Gott! Holy ass fuck! Das ist, glaube ich, der Feuermutant. Erstmal gebe ich uns allen schöne Eisklinge. Ja. Dann check ich mal bestimmt. Ja, Feuermutant, los geht's. Woo! Der hat ordentlich Zauber drauf. Oh fuck. Jo, Level 4 und so, wa? Passt schon. Ja, ist okay. Boah. Alter, das bämmt er uns damit zu. Muss er sich aufstehen lassen, Junge? Alter! Heilige Scheiße! XXX! Schnell nee, Lebenswasser? Hä? Ja, gib der kleinen Lebenswasser. Komm schon, Lebenswasser. Sie ist noch nicht ganz tot, Achso, okay. Heilen? Nee, mach erstmal, mach weg. Jetzt, warte, jetzt kannst du Lebenswasser. Das bist du. Achso. Sorry. Nicht wirkt das jetzt. Sehr schön. So, und um uns mal ein bisschen Luft zu machen, muss ich ihn mal kurz. Muss leider sein. Sonst kommen wir ja nicht klar. Boah, ey. Heavy. So, und gleich nochmal. Ich glaube, das wird ein kurzer, schwerer Kampf werden. Oh ja. Alter. So kannst du ihn nicht treffen, wenn er so ist. Warte, wenn der Schatten, aber, weil der Schatten aber, da ist, kann man. Du darfst zuerst. Und warte, yes! Bam!
So, nein, ich bin verbrüht! Wir nehmen jetzt jede Scheiße ernst und heilen immer direkt, weil wir wissen das Heilen ist verbrüht. Nee, ich meine, damit du dich ja bewegen kannst. Ja klar. Heilkräuter und so. So, du darfst wieder, weil du einfach stärker bist mit dem Schwert. Mal, warte, wo muss ich gleich manifestiert? Hier. Da, kannst! Oh, klasse. Attackenblock. Oh. Alter. Scheiße, ey. Oh, wir machen die Endgegner mit Waffen. Und werden geraped. Hier, nimm nur noch Frostfälle. Zauber gegen Zauber, würde ich sagen. Scheiße, kann die noch heilen? Nee. Ich heile mich mal kurz. Du hast sowieso erstmal jetzt Ruhe, ja. Weil das wieder verteilt. Meine Fresse, ey. Sollten wir doch mal ein, zwei mehr optionale Parts ranhängen und ein bisschen trainieren. Aber es ist wenigstens spannend. Ja, das auf jeden Fall. Komm, du darfst wieder. Ja, warte. Jetzt. Dankeschön, du Arschloch. Ich hau ihm noch eine Frostwelle rauf, sicher. Ja. Bevor wir hier verrecken. Und ich wechsle mal die Waffe. Weil die Peitsche wirkt bei ihm gar nicht. Lanze. Ich hau ihm zuerst was rauf. Und danach. Oder dabei was, kannst du ihn auch. Dabei kannst du ihn schlagen, weil der Schaden wird dann addiert. Glaube ich. Bam, genau. Bam und weg mit dir, du Arschloch. Ja, der war kurz und knackig, der Kampf. Boom. Oh ja. Und das alles noch in einem Part. Unglaublich. Ein echtes Feuerwerk eben. Yeah. Und weiter geht's. Axorb. Ich lass dich mal vorgehen. Jo. Der Feuermutant ist tot. Vorbei sind die Zeiten der Not. Ich muss mich vor euch verneigen. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Hör erst einmal auf, so blöd zu reimen. Du könntest uns mit deinen Zauberkräften dienen. Aha, ich sehe. Eine gute Idee. Der Typ hat echt eine Macke. Also ehrlich, das will ich niemals machen. Ihr glaubt, ich könnte tun nichts taugen? Dann schließt jetzt eure Augen. Dann befummel ich euch. Und nun, sobald mich ruft ein Weib, bin ich zu allem bereit. Alles klar. Ein Weib? Hat er damit etwa mich gemeint? Ich liebe die Animation. Ja. Ich glaube, er hat uns beide gemeint, Lisa. Hey, und ich? Dann sag ich jetzt Tschüsschen und Mädels Küsschen. Mit seinen dummen Sprüchen sollte er Andi heißen und nicht Rocky. Auf den Samen. Lass uns den Samen befummeln. Oh yeah. Oh yeah, check them in the house. Lass deine Power raus. Kraft des Samens erhalten. Na endlich. Hey, Selina. Aua. Mein Kopf. Alles okay? Oh, ich kann... Du kannst... Was? Ich kann mich wieder an alles erinnern. Die Koboldsiedlung ist im Vierjahreszeitenwald. Bring mich dorthin. Bitte, sonst schrei ich ganz laut. Eins, zwei... Okay, später. Okay, später. Jo, jetzt haben wir 2 von 8 Samen. Und wir können doch jetzt auch die Eiszauber auf Level 2 bringen, ne? Genau, jetzt haben wir noch Rocky dazu gekriegt. Der so schöne Sachen kann wie Schlammbombe und Juwelenregen, den wir noch vom allerersten Endboss kennen. Und Steinklinge, was aber noch weniger nützlich ist als Eisklinge. Und Schutzaura, Turboantrieb, so ein Zeugs. Und der Tempel ist wieder schön von Monstern befreit. Definitiv. Ach, siehst du, warum laufen wir überhaupt? Wir sind doch echt das Snobs hier. Zack. Fluchtseil. Wenn schon, dann richtig. So, Chris, wo gehst du jetzt hin? Das werden wir, denke ich mal, jetzt noch erfahren. Boah, ich hoff's. Hallo. Jetzt zu deinem nächsten Part, was sagst du? Wir gehen erstmal noch zu Berti. Ja, das können wir noch machen. Da bin ich dabei.
und motzen unser Ex-Team ein bisschen auf. Wie viel Kohle denkst du haben wir? 3000? Ja, auf jeden Fall. Der Boss hat bestimmt nochmal 500 oder so gegeben, mindestens. Boah. Welche Waffe soll erneuert werden? Mach, was du willst. Die Axt wird zu Streitaxt. Aber sonst noch was? Nee, ne? Nee. Und da würde ich sagen, effektiv gegen Pflanzen, Fische. Ich nehme mal die Axt. Und ja, würde sagen, wir nehmen noch eine kleine Speichersession. Ich dabei. Und dann geht's weiter. Und zwar. Ja, wurde uns das immer noch nicht gesagt. Gucken. Müssen wir mal kurz gucken, wo es gleich weitergeht. Aber erstmal speichern. Jawohl, bitte. Oder und schlafen. Schlafen ist auch gut. Auch wenn wir vollkommen geheilt sind gerade. Unser Mana ist nämlich nicht voll. Ja, stimmt, ja, das recht. Seltsamerweise ist es nicht voll. Dieser dumme Reimer. Der blöde Arsch. Speichern! Ja, bitte! Wir sollten vielleicht mal einen anderen Spielstand nehmen. Na, beim nächsten Mal. Nee, warum, hallo? Da geht schon nichts schief. Genau, was kann da schon schief gehen, dass du aus Versehen was speicherst? Ja, was kann schief gehen? Das sehen wir im nächsten Part bei Let's Play Secret of Mana. Bis gleich. Together mit Andy und Chris. Dem Typen aus Köln. Das war die beste Beschreibung von mir, die ich gehört habe. Dankeschön. Bis später, Leute. Bis gleich.